Ja, Dario Beutler hier, Captain von den Black Panthers Zofingen. Zuerst mal herzliche Gratulation zu diesem wichtigen Sieg. Ihr seid furioso zurückgekommen in das Spiel, habt das Timeout genommen im zweiten Drittel. Was hat euch dort der Thomas Welti gesagt, dass ihr wie verwandelt seid, zurückgekommen von diesem Timeout bzw. aus der Pause? Ja, er hat das eigentlich relativ gut gemacht. Er hat gesagt, wir sollen nicht auf den Spielstand schauen, nicht auf das Scoreboard schauen, einfach weiter Hockey spielen und Kopf nicht hängen. Ja, der hat das ja wirklich hervorragend gemacht, sehr schönes Inline-Hockey gezeigt, aber die Chancenauswertung war sehr mangelhaft. Heute vor der Hand 5-4 geführt und haben tatsächlich noch einmal den Rotrichter den Ball aus der Hand gegeben und haben sie in Führung gegeben. Was ist denn so durchgekommen, 5 Minuten vor Schluss, wo der Rotrichter führt mit 6-5? Ja, noch einmal Kopf nicht hängen, weiter. Nicht aufgeben. Ich habe das Gefühl, wir sind immer die beste Mannschaft gewesen. Wir haben immer mehr vom Spiel gehabt. Immer daran geglaubt, es haben alle daran geglaubt. Und schlussendlich haben wir letzte Woche auch schon ein Spiel gekriegt. Haben wir das gepackt. Das ist wirklich die Stärke von den Black Panthers Zofingen in der allerletzten Minute. Die 3 Punkte hätte man müssen holen, dass man jetzt noch Chancen hat für die Playoffs. Und jetzt kommt es zum Showdown gegen Saia Luca Lugano. Die haben ja heute auch können gewinnen. Und dann braucht es eventuell noch von den Paradiso Tigers ein bisschen Schützenhilfe. Deine Einschätzung als Captain für nächsten Samstag? Ja, nochmal voll gehen, nochmal alles auspacken, nochmal die hinteren Führer nehmen und mal alles geben. Und dann klappt das sicher. Also, vielen herzlichen Dank zu dieser grandiosen Leistung. 2 Jahre nach dem letzten Wickertaler Derby. Also, sehr glückliche Sieger hier, Black Panthers aus Zofingen. Herzlichen Dank und macht es so gut und gutes Fest heute Abend. Danke vielmals. Merci vielmals. Tschüss zusammen.